Jetzt meine Hörner wachsen sehen. Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Heute haben wir es mal früher geschafft. Wir haben gestern noch bis 22 Uhr gesessen und Buchhaltung gemacht. Tschüss! Heute habe ich es mal früher geschafft und heute früh waren auch noch mal ganz viele Belege da, die Matthias angefordert hat. Total gut. Wir fahren jetzt zum ersten Termin. Jemanden ein System erklären. Ja, irgendwie schon ein bisschen gerade, ne? So. Mama! Marit, lass das, du bist keine 3 mehr. Ich bin schon 4. Und ich bin schon 3. Wie spät haben wir es denn jetzt? 10.17 Uhr, ja, das kommt ja gut hin. Dann fahren wir jetzt dahin. Ja, aber wann sollten wir denn da sein? In der Dreiviertelstunde. Okay. Um 3 denn? Halbe Stunde. Alexa? Hier ist keine Alexa, Pupsi. Nein, da sagt man das einfach nicht. Alexa, schalte Musik an. Ich hab dich nicht verstanden. Ich frag jetzt noch gleich in der Klassengruppe, ob ich noch irgendwas anderes auf habe, aber ich glaube nicht. Was sagst du? Als wenn er sich selbst nicht darauf vorbereitet war. Ja. Was? Du spritzt? Ja. Wegen dem Weißbrot oder was? Soll ich das zerkleinern? Ja, das ist scheiße. Soll ich es zerkleinern? Und wie viel Uhr musst du noch mal zum Arzt? Ich habe deinen Termin eingetragen. Ne? Guck mal nach. Ich muss mal gucken. Morgen. Ich habe nichts bei dir eingetragen. Doch, in deinem Kalender musst du mal reingucken. Ich habe das auf unserem Kalender eingetragen eigentlich. Ja, auf unserem Kalender nicht. Ach so? Ja. Mama, darf ich dir helfen beim Mittag? Ist schon fertig fast. Mama. Kannst du das Brot auspacken schon mal? Nee, ich möchte irgendwas was mit Eis. Was gibt's denn für Essen? Ja. Jetzt 15, 20 Minuten jetzt ungefähr. Mama, ich hole mir einen Stuhl. Dann will ich dir erstmal helfen. Hast du es ausgepackt? Ja. Gut, was muss ich jetzt machen? Die müssen jetzt beide in den Ofen. Kriegst du das schnell? Ja. Was heißt das? Heißes Ofen mit meinen Händen. Ja? Hm? Ich meine, du glaubst gar nicht, wie oft du mir damit in die Augen leuchtest. Papa, gehen wir heute damit? Ja. Ich gehe heute nicht raus. Was? Es regnet die ganze Zeit, da gehe ich nicht spazieren. Wo? Draußen. Warum? Weil es regnet! Haben wir Regenschirme? Ja. Nein, deine sind in der Kita. Aber das ist zum Beispiel gut, dass man die draußen mal stehen lassen, weißt du? Weil dann hast du das immer noch in den Kopf rein. Und kannst du auch mal die draußen mitnehmen oder so, weißt du? Also Mara hat irgendwas. Was? Das. Mara hat irgendwas. Was? Keine Ahnung. Darf ich rühren? Mama. Der erste Teil ist fertig. Ich weiß nicht, wovon er redet. Hier, guck mal hier in der Mitte. Das ist nicht so sauber, aber das ist eh egal. Da kommt ja was drauf. Der Controller. Und hier kommt ja dann noch das Auto drauf. Hier kommen die Räder dann ran und sowas. Ja, alles. Das sieht völlig schlimm aus, oder? Wie? Wie lange hat der Drucker jetzt dafür gesessen? 5 Stunden. Hä, wieso sieht das komisch aus? Es sieht so abgefranst aus. Findest du nicht? Ja, aber das ist doch, nachher ist doch was drüber, das sieht man doch gar nicht. Thank you.
Hier ist meine Hörner wachsen sehen. Es ist voll trocken. Was machst du hier? Ich warte, bis es 20 Uhr ist. Achso, auf dein Ding da, wa? Hat sie sich erschrocken, die kleine Motte. Ist die süß? Ja. Ich glaube, ich werde morgen mal gucken, dass ich... Eigentlich wollte ich diese Kette hier hin machen. In diesen Knick. Weil ich habe davon zwei Ketten. Aber so gefällt mir es auch ganz gut. Ich weiß auch nicht, ich bin unzufrieden. Mal gucken, wie ich das mache hier. Ja, schön aufgeräumt ist es. So. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so ein... Ist, was soll ich sagen, Leute? Das ist halt Lockdown. Mir fällt der Laden auf den Kopf hier. Ich freue mich schon, meine Augen zu reiben. Und ich muss sagen, Corona kommt ganz schön nah. Also wir haben jetzt sogar... wir haben jetzt sogar Weihnachten abgesagt, Heiligabend. Ich glaube den zweiten Feiertag. Und wir werden jetzt auch noch absagen aus unserer Instanz den ersten Feiertag. Das wollten wir mit meiner Cousine machen und so, aber nee, das ist uns nichts. So. Irgendwie wird mir das alles zu heikel. Ich habe immer weniger Lust, irgendwas von diesem Corona-Gedöns mitzubekommen. Ich möchte nicht angesteckt werden oder sonst irgendetwas. Ich habe da einfach keine Lust drauf. So. Ich werde jetzt mich abschminken und dann mir eine Maske auflegen. Aufpinseln. Maris ins Bett bringen und mal Papa fragen. Matthias? Ja? Gucken wir gleich bei einem Film oder so? Ja. Hast du schon was oder wollen wir suchen gleich? Wir suchen, okay. Dadurch, dass wir gestern so lange gesessen haben, Buchhaltung machen, und Matthias hat danach noch ein bisschen da am Rechner herumgeklimpert. Hatten wir keine Zweisamkeit oder irgendwas. Also einfach gar keine Zeit am Tag für uns. So. Und das werden wir gleich nachholen. Im Sinne von einen Film gucken. Wenn Maris gleich ins Bett geht, wir haben es jetzt 19.19 Uhr. Ja, ach, mir gefällt das alles gerade aktuell überhaupt gar nicht. Ich bin so völlig... So, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich mein Gesicht wasche. Ich habe nämlich keine Tücher mehr. Ich habe keine... Ach doch, da wartet mal. Da ist noch eins. Ich nehme jetzt neuerdings immer die... Wo ist eigentlich meine Bürste? Siehst du, da oben steht meine Bürste, deswegen nutze ich die nicht. Kennt ihr das? Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, und zwar benutze ich hier diese Mikrofaserlappen. Ja. Das klappt ganz gut. Maras, die kleine Überzeugungssau, liegt schon wieder bei uns im Bett, ey. So, Mäuslikin. Genau. Mach bitte aus. Nee. Doch, doch. Nee. Guck, ich bin hier reingekommen, dass du dich erschreckst. Gut, ne? Schlimm. Nur, dass die Tür aufnimmt und ich keinen Anfall bekomme. Hä, hey, wieso ein Anfall? Nicht, dass mein Handy wieder ausgeht und ich dann... Ach so. Aber ich habe jetzt die letzten 3-4 Nächte hier draußen auch alles aus. Stört dich das? Ja, lass doch die Treppe an. Ich hab die aber auch aus in der letzten Zeit. Dann lass sie an!
Oh. Süß. Mit dem kuschel ich jetzt eine Runde. Und euch wünsche ich eine gute Nacht. Das ist ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht. Matthias muss morgen wieder weg. Zum Diabetologen. Richtig? Wann denn überhaupt? Um 10.30 Uhr, um 9.30 Uhr, warte. Der Term war ja gleich. Um 9.40 Uhr. Ja. Dann musst du mich früh aufwachen. Mhm. Um 8. Musst du ja eh wegen der Tablette und so. Ich frage noch, wo ist denn mein Alkoholzeug und so? Also ich hatte eine Kiste, da waren so Sachen drin, die ist auch nicht mehr da. Eine Umzugskiste war das, was in der Umzugskiste? Hinter der Tür doch. Pass auf, da sind die Geschenke von Maris. Sonst entlarvst du den Weihnachtsmann. Oh, oh, oh. So, gute Nacht.